Moin Moin, mein Name ist Wolfram. Ich bin für den Atomausstieg und wenn ihr ein Problem damit habt, dann könnt ihr mich mal lieb haben. Was erlaube Strunz? Söder. Ganz Deutschland will aus der Atomenergie aussteigen. Ganz Deutschland? Nein, ein vom unbeugsamen Söder regiertes Land im Süden der Republik macht im letzten Moment die politische Blutgrätsche. Gegen alle vorherigen Absprachen und gegen jede Vernunft. Okay, jetzt kann man beim Thema Vernunft und Atomausstieg durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe auch beim Ausbruch des Ukraine-Krieges und bei der Energiepreiskrise gesagt, ey, lass doch die Atomkraftwerke einfach ein bisschen länger laufen, ist doch vernünftiger als arabischen Despoten in den Popo zu kriechen. Nur so als Überbrückung. Nur bei dem Wort Überbrückung fällt mir dann das Wort Brückentechnologie ein. Und da fällt mir ein, dass wir in Deutschland schon mal über den Atomausstieg diskutiert haben. Nämlich, nein, nicht erst nach Fukushima, sondern schon nach Tschernobyl. Damals wollten wir aus der Atomenergie aussteigen, denn nachdem dieser Reaktor explodiert ist und auf halb Europa radioaktiver Regen fiel, fiel vielen Leuten auf, dass das mit der Atomenergie doch so ein bisschen gefährlich ist. Damals hieß es zuerst, Tschernobyl ist eine Zäsur. Dann hieß es allerdings, wir halten es aber für unvertretbar, in den nächsten Jahren die Kernkraftwerke abzuschalten. Auch damals ging es schon um die Energiepreise. Und damals erfand man den Begriff Brückentechnologie. Also bauten wir eine Brücke. Nur diese Brücke brückte dann bis letzten Samstag. Also schlappe 37 Jahre. War halt eine ziemlich lange Brücke. Und wenn wir jetzt die durch Putin ausgelöste Energiepreiskrise nochmal mit Atomenergie überbrückt hätten, hätte halt keiner wissen können, wie lange die Brücke diesmal brückt. Um zum Thema, ja, nein, vielleicht, Söder zurückzukommen. Nach Fukushima sagte der, wer Japan nicht versteht, der hat nichts verstanden. Und meinte damit, dass er jetzt für den Atomausstieg ist. Doch schon ein paar Wochen später hieß es bei der CSU, wir können jedenfalls nicht aus der Kernkraft aussteigen. Und es hieß, wir brauchen die Kernenergie als Brücke. Überraschung! Die folgt jetzt tatsächlich. Denn überraschenderweise gebe ich jetzt der FDP recht. Die sagt nämlich zu unserem Ja-Nein-Vielleicht-Söder, ich zitiere, Söder wechselt seine Position wie Unterhosen. Ich sage dazu, wäre Söders Meinung eine Brücke, dann eine, über die ich nicht gehen würde.